Ja, Abwrackprämie, Kinderbonus, Kommunalschaden. Das ist die Wunschliste für das geplante Konjunkturpaket heute. Eine lange Liste. Das heißt, heute wird wahrscheinlich auch lange gestritten im Koalitionsausschuss. Und worüber genau gestritten wird und wer da die Hauptakteure sind, das weiß unser Bild-Politik-Reporter Peter Thiel. Der steht jetzt live vom Kanzleramt. Ja, Nele, hier wird heute ab 14 Uhr im internationalen Konferenzsaal des Kanzleramtes im ersten Stock um ganz, ganz viel Geld gestritten und gerungen. Es geht um 100 bis 150 Milliarden Euro, die der Staat zusätzlich an Schulden aufnehmen müsste, um Kommunen, es weht hier gerade Wasser rein von den Rasensprengern vor dem Bundeskanzleramt. Es geht um bis zu 150 Milliarden Euro, die sollen ausgegeben werden für die Entschuldung von Kommunen. Da streitet man zwischen Union und zwischen SPD um rein technische Sachen. Dann geht es natürlich um die sogenannte Abwrackprämie. Wir sehen hier hinter mir sind Demonstranten von der Lobbyorganisation Compact und Fridays for Future, die gegen die Abwrackprämie mobil machen. Da soll es jetzt nicht nur für die E-Autos eine Kaufprämie geben, sondern auch für die Verbrenner. Das ist hoch umstritten zwischen der SPD und der Union. Vor allem Verkehrsminister Andreas Scheuer will diese Prämie haben. Und SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat jetzt extra nochmal klargestellt, das ist es mit der SPD nicht zu machen. Das hält man in der SPD für klimapolitisch nicht vertretbar. Das sind die zwei großen Streitpunkte. Und dann geht es um ein ganz, ganz großes Konjunkturprogramm für die deutsche Wirtschaft, die wieder angekurbelt werden muss. Und es geht auch darum, wie man Familien jetzt entlasten kann oder wie man Kaufanreize in die Bevölkerung bringt. Dafür hat SPD-Finanzminister Olaf Scholz einen Familienbonus ins Spiel gebracht. 300 Euro soll er betragen, pro Kind nicht angerechnet werden auf Hartz-IV-Leistung zum Beispiel. Das ist jetzt das Komische, geht der CDU teilweise gar nicht weit genug. Da will man zum Beispiel, der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagt, das machen wir nur mit, wenn es 600 Euro pro Kind gibt. Hintergrund dafür ist, dass Familien gerade mit wenig Einkommen in der Corona-Krise enorm belastet waren. Die Kinder waren viel zu Hause, mussten betreut werden. Essen musste gekocht werden, das sonst teilweise kostenlos auch in der Schule ausgegeben wird. Das will man jetzt wieder gut machen. Den Familien will man Geld an die Hand geben, dass sie auch ausgeben können, dass wieder konsumiert werden. Das große Problem an allem, was hier heute passiert, ist, man wird es vor der Sommerpause nicht mehr beschließen können. Es geht also in den Herbst rein und damit ist man schon im Vorwahlkampf. Im Herbst muss man sich positionieren, wohin man will. Wohin die SPD will, wohin die CDU will und wohin die CSU will. Und da stehen sich hier heute auch gegenüber zwei Hauptprotagonisten, nämlich Markus Söder, der mögliche Kanzlerkandidat der Union, und Finanzminister Olaf Scholz, der als Kanzlerkandidat für die SPD gilt. Es geht also um Corona, es geht um die Wirtschaft und es geht auch um den nächsten Wahlkampf im nächsten Jahr. Vielen Dank, Peter Thiel. Du wirst uns auf dem Laufenden halten, was dann heute dabei rauskommt. Wir haben gerade gehört, endgültige Entscheidung wird es noch nicht geben. Dankeschön.